Ganz im Nordwesten Deutschlands liegt die nordfriesische Insel Föhr in der Nordsee. Man braucht mit der Fähre 45 Minuten vom Festland bis zur Insel. Von den etwa 9000 Einwohnern sprechen noch etwa 2000 Friesisch. Während die Insel Sylt durch den Eisenbahndamm immer mehr unter hochdeutschen Einfluss gekommen ist, gilt Föhr als die Hochburg des Friesischen in Deutschland. Das hat seinen Grund auch in der dörflichen Struktur von Föhr, wo es noch viele Familien gibt, in denen von den Großeltern bis zu den Enkeln alle in der Familie Friesisch sprechen. Ich san anderen Zantin Jolan, wenn übt ein und fair. Die Pferjafte das steht weg, an den ganzen Relikt haben. Ich wär nun Adassam, bewahrsten von den Eilen. Er wird noch voll verringsnackert, der das det Fresk von fair. Ich wär nun im Bürstet. Des Boman Twallingsbruder. Wilhelms Geig mehr am Kiewe. Warum hat das det hin und sech? Der hieß du mal ein Slabbert. Eigentlich, nö. Der das Mann Hühn Pepe. Hier ist ein Gotthühn, hier kommt auer Räume. Ich hab noch einen Ellerbruder, der das Tal. Hier ist ein Jahr Eller, üs, bohren ich. Hier kommt Mama, der so gefreut, üs, Neisthühn. Wir Skull haben ein Tesken, ihn Schläfer erlebt. Der das üs bürstet. Anher käm Ulmam und Ulatli. Aber ja, wenn ein üs hüst, ja, han ein hüst bürstet. Wir jungen kommen fertig zu Ulmam und Ulatli aber.